Na, ich hab's eben gerade probiert, ohne irgendeinen Effekt und mit einem Effekt. Ich muss sagen, ich höre gar keinen Unterschied. Also werden wir das Ganze ohne irgendwelche Effekte machen. Effekte Hascherei ist ja sowieso nicht so ganz mein Anliegen, gell? So, dann probiere ich das mal und speichere diese Datei. Ich speichere diese Datei auf meinem Rechner ab. Dann schaue ich mal, was für ein Codec ich hier nehmen soll. Nein, nur geeignet wäre ja schon der H264. Ich probiere den mal aus, gell? Ich weiß noch nicht so recht, ob das wirklich die Wahl der die erste Wahl ist, gell? Die ich hier nun nehmen werde. Na, sagte was, ich werde einen ganz anderen Codec auswählen hier. Ich werde wohl vermutlich einen anderen nehmen. Einen. Na, mal schauen. Ist hier womöglich einer, der besonders wenig Rechenleistung benötigt? Und wäre das natürlich der Wahl, die Wahl der Dinge? Na ja, ich werde mal einen neuen erstellen. Den nenne ich einfach mal 720p x265. Ja, ich weiß, das ist nicht der präziseste Name dafür, aber man wird schon wissen, was gemeint ist. Als Verkapselung wähle ich die MP4-Format. Das MP4-Format, Entschuldigung. Als Codec selbstverständlich, wie er der Name schon sagte, 264. Welche Bitrate werde ich denn nun nehmen? Na, ich werde vermutlich eine etwas höhere nehmen als 800. 800 ist ja schon sehr wenig, gell? Na, wenn ich aber so drüber nachdenke, ich will ja eigentlich nur eine Bildschirmaufnahme machen. Eine Aufnahme von meinem Bildschirm mit ein bisschen Text drauf. Da brauche ich im Grunde keine große Qualität. Beziehungsweise die Qualität sollte nicht allzu sehr darunter leiden, wenn ich eine niedrige Bitrate auswähle. Ja, und dann kommen wir zu der Bildwiederholrate. Da werde ich, denke ich mal, die gleiche nehmen, wie auch die Quelle hat, auch mit sich führt. Ja, das sind eine Menge von Filtern zur Verfügung gestanden, aber ich denke mal nicht, dass ich die benutzen werde. Ja, ich denke, das reicht soweit. Audio wollen wir nicht haben, denn das ist ja separat aufgenommen. MP4. Ja, dann probiere ich das mal aus und schau mal, wie das ausschaut, gell? Gehe ich erstmal auf eigene Dateien, eigene Videos. Als Name nehme ich Video. Video.mp4. So. Dann gucke ich mal, wie das Ganze aussieht. Hier ist das erste Fenster, das man hier sehen wird. Und nun werde ich mal schauen, ob das Video wirklich so sichtbar ist oder ob ich da noch was ändern muss. Ach, ich werde noch ein bisschen hier rummachen, dass man da ein bisschen was sehen kann. Es soll ja auch ein Video, ein repräsentatives Video sein, gell? Bewege ich mal das Fenster hier rum. Mach mal hier ein Programm auf, schreib ein bisschen was. So, das sollte schon erstmal reichen fürs Erste. So, dann schaue ich mal. Ja, man sieht, dass diese Maschine nur gut 3 GB an RAM hat. Nun, tatsächlich hat sie 4 GB an RAM, aber nun ja, wie man hier sehen kann, na, beziehungsweise man kann es hier nicht sehen, aber ich kann es Ihnen sagen, oder euch sagen, ich betreibe auf diesem Rechner momentan Windows XP in der 32-Bit-Variante, also die übliche Variante. Und wie man hier gut erkennen kann, aus dem Jahr 2002. Das ist schon gut so 18 Jahre her, bald, ja.
17, 18 Jahre ist das bald her. Natürlich auch sehr gut sichtbar, dass ich einen recht guten, einen recht schnellen Prozessor in meinen Rechner eingebaut habe. So, dann werde ich das mal jetzt... Oh ne, das ist der Audio, ich möchte ja die Bildschirmaufnahme abbrechen. Dann beende ich jetzt mal die Bildschirmaufnahme. Na, ich starte mal einen weiteren VSC Media Player, um das nicht da in Kollision zu bringen, gell? Dateien öffnen, eigene Videos und Video. Und dann werden wir schauen, ob das gut genug ist oder ob ich da noch was machen muss. Na, das überrascht mich schon ein wenig, aber es ist schon wirklich ganz gut geworden, muss ich sagen. Also die Bildrate ist ganz vertretbar. Es ist ein wenig unscharf, aber das ist weiter auch vertretbar, so finde ich. Ich würde mal sagen, es ist weitaus akzeptabler als andere Mittel, die ich früher verwendet habe. Ja, auch mit dem Text bin ich sehr zufrieden. Also gut, ich werde das so machen. Ich werde das so machen, denke ich. Nun werde ich aber mal schauen, ob doch der Speicherplatz auf meinem Gerät ausreicht. Dann mal schauen, wie ist denn die Größe dieses Ordners jetzt gerade? Ach, das sind nur gut 7 Megabytes. Das ist mehr als genügend. Da werde ich keine Probleme mit haben, denke ich. So, dann mache ich eine weitere Aufnahme, weiterer Versuch. Und jetzt muss ich mal schauen, wie ich die Synchronisation hinbekomme. Da habe ich eine Idee. Ich leere den Papierkorb und drück beim auf Ja drücken besonders stark auf die Tasten. Und zwar so. So, ich denke mal, das war eine gute Synchronisation. Ja, und falls ich das Video so tatsächlich jetzt aufnehmen werde, erstmal all meinen Zuschauern ein herzliches Willkommen bei diesem Video, in dem ich ein wenn HTML und vielleicht ein wenn JavaScript erklären werde. Erstmal vorweg zu meiner technischen Ausstattung, wie man hier sehen kann, also unschwer sehen kann, verwende ich hier Windows XP auf einem etwas älteren Laptop. Ein Laptop, den ich schon sehr lange habe. Und die Aufnahme erfolgt über 2 VLC-Instanzen getrennt, falls das jemand wissen will. Ich könnte natürlich unzählige Programme benutzen für diese Sachen, aber ich benutze nun halt VLC, weil das schon installiert war. Und falls sich noch jemand darüber wundert, vermutlich wundert sich gar keiner darüber, aber ich sag's dennoch. Dieses Gerät ist zurzeit offline, also ohne irgendeine Internetverbindung. Ja, ich schließe da mal dieses Fenster. Ich habe das nur noch offen gelassen, weil ich das so lustig finde, dass das am 8. April 2014 eingestellt wurde. Na, und hier benutze ich's, ne? Hier benutze ich's und habe immer noch aktuelle Software da drauf am Laufen. Auch Spotify ist noch mit dabei. Auch das funktioniert noch wunderbar. Und da hat man gleich einen kleinen Einblick in meine Spiele, die ich spiele. No, Steam ist kein Spiel, ich weiß. Ja, zum Beispiel das Spiel Joint Operations ist ein Spiel, das habe ich schon sehr früh gespielt. Dann ist da der Train Simulator, Open Rails. Na, ich werde nun nicht auf alle eingehen. Nun komme ich zu den eigentlichen Anliegen dieses Videos. Und meine Idee war, dass ich es gibt nämlich einen ganz bestimmten Anlass und ich weiß noch nicht, wie ich das formulieren soll, aber ich denke, ich formuliere es einfach, wie es ist. Und das heißt, auf meinem Kanal, ja, falls sich jemand wundert, das war ein Beispieltext, auf meinem Kanal habe ich stolze 50 Abonnenten erreicht. Und was 50 Abonnenten sind, kann ich immer verdeutlichen, das ist diese Zahl hier. Oder anders erklärt, es ist 10 mal die 5. Na, krieg ich das noch hin? Ja, es ist dunkel hier. Zum technischen Setting. Ich sitze, nein, nicht mal das. Ich liege auf meinem Bett und habe ein Als-Laptop auf meinem Bauch.
Und ich denke mal, so werde ich dieses Video jetzt auch machen. Ja. Ich, wie ich ja eben schon gesagt habe, möchte anlässlich zu meinen 50 Abonnenten ein kleines Special machen, wie der neudeutsche Bürger sagen würde auf YouTube. Oder eine Spezialausgabe dieser Serie, die nur diese eine Folge haben wird, vermutlich. Na, vielleicht werde ich ein paar weitere noch machen. Also für den Beginn, es wird eine Art Tutorial sein, in der ich erklären werde, wie man ein kleines Programm schreibt in JavaScript und wenn HTML. Und es wird ein Programm für Windows sein. Nun, da mag sich der ein oder andere Benutzer anderer Plattformen aufregen drüber, aber ich sag mal ganz direkt, die Kenntnisse, die man aus diesem Projekt haben kann oder ziehen kann, werden nicht unweit der Kenntnisse sein, die man aus anderen Projekten für andere Plattformen ziehen kann. Es wird also schon einiges an Informationen in diesem Video enthalten sein, mit dem der eine oder andere auch von anderen Plattformen was anfangen können soll. Also zur Technik, ich habe ja schon erwähnt, dass ich Windows XP hier am Laufen habe. Was eigentlich mehr in Versehen war, ich habe eine ältere Festplatte in diesen Rechner eingebaut vor kurzer Zeit, wollte nur eben eine Aufnahme machen und habe dann festgestellt, dass das Gerät Windows XP bootet. Aber nun ja, wie ich halt bin, werde ich das einfach so durchziehen. So ganz kaltschnäuzig wie ich bin, werde ich das durchziehen. Ja. Ich denke mal, ich habe zu der Umgebung genug gesagt. Ich schreibe das Programm hier in den Programm Notepad++. Das ist ein Programm, das ich schon seit sehr langer Zeit benutze. Selbstverständlich kann man auch jeden anderen Texteditor benutzen. Ich empfehle auf moderneren Plattformen jedoch besonders den Editor Visual Studio Code. Geschrieben wird das auf diese Weise. Der VS Code oder das VS Code wegen Studio, das Studio. Das Visual Studio Code ist ein Programm, das Microsoft geschrieben hat. Es hat zwar namentliche Ähnlichkeit mit dem alten dicken Schinken, der Visual Studio heißt, aber es ist nun von Grund auf neu geschriebenes Programm. Naja, ich werde natürlich, wie gesagt, hier sofort fahren und das Wichtige bei meinem Projekt ist, Entschuldigung, der Akzent ist wirklich nicht leicht zu halten. Ich rede nicht häufig so. Das erste, was ich hier machen werde für dieses Projekt, da muss sich halt jeder denken, ob er das auch braucht oder nicht. Das erste ist, dass ich die Codierung ändern werde. Nur die Standardcodierung bei Textdateien ist bei diesem Programm UTF-8. Nur habe ich an sich nichts gegen UTF-8. UTF-8 ist eine hervorragende universelle Codierung und praktisch jeder sollte UTF-8 verwenden. Nun werde ich für dieses Projekt hier die Codierung ANSE benutzen. Das hat einen kleinen gescheiten Vorteil, den ich noch später erklären werde. Ich habe zwar noch nichts in der Datei stehen, aber es gibt nun ein Problem, wenn ich einen Quelltext schreibe. Vorweg, ich schreibe schon mal den Anfang dieser Datei hin. Nun habe ich zwar einen Vorschlag bekommen, aber man sieht, es ist alles einfarbig. Es ist alles schwarze Schrift auf weißem bzw. grauem Hintergrund. Und das ist nun nicht das, was ich hier auf Dauer haben möchte. Schließlich habe ich einen gewissen qualitativen Anspruch. Nun werde ich diese Datei speichern. Ach, da kann man gleich sehen, welche Datei ich zuletzt benutzt habe. Ist nicht so wild, ich habe ja keine verbotenen Dateien auf diesem System. So, dann speichere ich diese Datei mal an einem passenden Ort. Das werde ich mal auch im Videoordner machen, wo das Audio und Video, wie groß ist das eigentlich? Ach, das geht ja. Wo ich auch diese beiden Dateien speichere. Und ich nenne das ganze Programm einfach mal Test. .hta. Nun wird der eine oder andere sich fragen, was eine HTML-Datei ist. Das kann ich nun einfach erklären. Eine HTML-Datei ist das Format, das für gewöhnlich Websites verwendet wird. Wenn man nun also seinen Browser öffnet und eine Datei öffnet, eine Datei, die im Internet gelegen ist, erreichbar über eine sogenannte URL, zum Beispiel l3p3.de,
was meine Internetadresse ist, dann wird diese Datei üblicherweise im HTML-Format ausgeliefert. Nun gibt es ein sehr ähnliches Format, und das ist das HTA-Format, und das ist inhaltlich nahezu deckungsgleich, hat nur eine andere Dateiendung. Was mir das bringt, werde ich gleich zeigen. Und schon kann man den Unterschied erkennen. Es haben sich erstmal deutlich zwei Sachen geändert, also neben dem Titel selbstverständlich. Zum ersten haben wir links von dem Textbereich einen kleinen roten Strich mit einem kleinen Rechteck. Ein Quadrat ist sogar, wenn ich recht sehe. Und das kann man einklappen. Und da kommen wir auch schon zu der Hauptstruktur eines jeden HTML-Dokuments, wie aber auch eines jeden XML-Dokuments, denn um mal ein bisschen klug zu scheißen, der HTML-Standard baut auf den XML-Standard auf. Also ist im Grunde diese Struktur, von der ich jetzt erzählen werde, Bestandteil der XML-Sprache, die für HTML weiterverwendet wird. Nun, welche Struktur meine ich? Nun kennen Sie ja sicherlich alle, oder nun kennt ihr hier sicherlich alle, das Prinzip von Dateiordnern, gell? Also man erstellt einen Ordner, nennt ihn dann zum Beispiel HTML. Darin können wir wieder einen neuen Ordner erstellen, den wir dann mal als Beispiel nennen Head. Darin erstellen wir wieder einen anderen Ordner, also immer noch im HTML-Ordner, und denen nennen wir Body. Nun mag der eine oder andere gescheite Zuschauer schon erkennen, worauf ich hinaus möchte. Wir haben ein HTML-Objekt, in diesem befindet sich ein Head-Objekt und ein Body-Objekt. Und in diese Dateien lassen sich wieder weitere Dateien einfügen. Wir können hier nun wieder ein Objekt einfügen und da nehmen wir jetzt zum Beispiel mal ein P-Objekt. Nun, das sollte als grobes Beispiel sollte das vollkommen ausreichen. Ich lösche auch diesen Ordner sofort, um jede Verwirrung aufzuheben, bevor sie entstanden ist. Etwas sehr Ähnliches sehen wir hier in einer leicht anderen Schreibweise. Wir sehen, dass die Datei anfängt mit einem HTML-Tag. In XML sowie in HTML werden Tags geschrieben, indem wir dieses Zeichen hier benutzen. Das Zeichen, das auch unter Laien als weniger als bezeichnet werden könnte. Und das andere Zeichen, das wir als mehr als bezeichnen werden. Schließlich sind wir hier Laien in den ein oder anderen Umfang. Das, was in der ersten Zeile steht, ist der Beginn des HTML-Tags. Hier beginnt das HTML-Objekt. Die weiter folgenden Sachen werden sich innerhalb dieses Objektes befinden, so zum Beispiel das Head-Objekt oder das Body-Objekt. Hier hinten haben wir ein weiteres HTML-Tag. Und nun mag auch wieder der ein oder andere gescheite Zuschauer verstehen, was das hier zu sorgen hat. Und das ist nämlich das Ende des Bereichs. Ja, seht ihr, hier beginnt das HTML-Objekt und hier hört es wieder auf. Und der Unterschied ist ganz einfach, dass bei dem normalen Tag nur der Name des Tags drin steht. Also nur der Objekttyp ist das, um genau zu sein. Und beim Ende des HTML-Objekts, also beim End-Tag, erst mit einem Schrägstrich vor dem Namen anfängt. Das genau gleiche Prinzip können wir auch an diesem Head-Objekt erkennen. Wir beginnen das Head-Objekt zuerst und dahinter beenden wir es wieder, um dahinter mit einem Body-Objekt anfangen zu können. Das Head-Objekt und das Body-Objekt befinden sich somit beide in dem HTML-Objekt. Nun könnte man das auch als ganz generelle Struktur benutzen, so ganz nach dem Gusto. Ich mache mal ein Beispiel. Wir könnten jetzt sagen, eine Schule. Hier haben wir eine Schule. In dieser Schule befindet sich eine Klasse. So, dann schließen wir die Klasse. In der Klasse haben wir einen Schüler. So, und dieser Schüler hat an sich keine weitere Struktur, deswegen beenden wir das so.
Also man könnte genau genommen oder allgemein genommen das auch so schreiben. Aber nun, in diesem Einzelbeispiel, man kann sich das ja selbst aussuchen im Grunde, in diesem Einzelbeispiel hat das Schülerobjekt keinen Inhalt. Man kann nichts an einen Schüler reintun, zumindest macht man das auf organisatorischer Ebene nicht. Und hier haben wir so dann, jetzt habe ich mich verdrückt, das ist doch erwähnt peinlich, so haben wir dann hier eine kleine Klasse mit ein paar Schülern. In der ganzen Schule befinden sich wiederum zwei Klassen. Es gibt natürlich in wahren Schulen häufig mehr als zwei Klassen, aber fürs Beispiel soll das hier reichen. Und hier kann ich die Sprache auswählen, XML, das ist nämlich die allgemein gefasste Sprache. Und das, was wir hier vor uns sehen, ist bereits ein gültiges XML-Dokument. Natürlich werden bei richtigen XML-Dokumenten noch ein XML-Code-Set oder wie auch immer der Kram genannt wird, benutzt, um dem Programm, das das öffnet, noch zu kommunizieren, was wir hier eigentlich vor uns haben, denn die Objektbezeichnung Schule ist nicht ein allgemein bekannter Objekttyp, sondern nur ein von mir eingeführter. Nun, ich denke, ihr habt verstanden, was XML ist. Es ist einfach eine Struktursprache, in der wir eine Baumstruktur in Textform niederschreiben können. Mache ich das mal wieder weg. Bei HTML ist das eben vorgegeben. Wir können hier kein Schulobjekt oder ähnliches reinmachen. Wir haben ganz streng vorgegeben, dass jede HTML-Datei ein HTML-Objekt, ein Head-Objekt und ein Body-Objekt haben. In das Head-Objekt kommen auch nur ganz bestimmte Sachen rein, genau wie bei dem Body-Objekt, in das auch nur ganz bestimmte Sachen rein dürfen. Ich darf also jetzt hier nicht ein Schülerobjekt rein, ein Schule-Objekt reinschreiben oder ähnliches. Man sieht schon daran, dass das schwarz war eben und nicht blau. Das ist hier nicht erlaubt. In dieses Head-Objekt tue ich der Konvention halber erstmal ein Titelobjekt. Und in das Titelobjekt, wie sich der eine oder andere, von dem ich hier auch immer weiter reden werde, schließlich adressiere ich meine ganzen Videos an intelligente Personen. In dieses Titelobjekt kommt, wie der Name bereits schon sagt, der Seitentitel rein und ich schreibe hier einfach nur Testseite rein. Der Seitentitel wird also Testseite sein, beziehungsweise ich habe gerade meine Meinung geändert. Wäre dies eine HTML-Datei, wäre das natürlich zutreffend. Aber dadurch, dass es eine HTA-Datei ist, ist es eine Testanwendung. Ich kann aus Spaßgründen, nun mache ich hier erstmal was rein, nämlich einen sichtbaren Seitentitel. Ich erkläre gleich noch genauer, wozu die jeweiligen Bereiche da sind. Ich schreibe mal hier rein, bla bla. Wie im Grunde alles, was ich hier gerade mache. Und speichere diese Datei kopiert unter .html als Endung. Es ist also eine HTML-Datei und keine HTA-Datei. Also nun das hier in diesem Fenster schon, aber nicht das, was ich jetzt hier öffnen werde. Hier haben wir die HTML-Datei, die ich auch gleich mit Chrome öffnen werde. Hier haben wir Google Chrome, ein relativ guter Browser, den ich nahezu jedem empfehlen möchte. Ich hätte natürlich auch sofort doppelklicken können, aber das sieht dann zu einfach aus. So. Ja, und da sehen wir schon mal unser erstes Ergebnis. Ich mache mal die Leiste weg, damit er uns das hier nicht ablenkt. Wir haben also nun diese Datei geöffnet. Die Datei test.html, die sich in diesem Ordner befindet. Wir haben oben links die Testseite. Das ist der Seitentitel, wenn man sich noch erinnert. Ich kann das auch gerne nebeneinander anzeigen lassen, dann ist das erwähnt einfach zu sehen. Wir haben hier oben den Titel. In dieses Objekt hinein kommt der Seitentitel, der hier oben angezeigt wird. Und hier unten kommt der Seitentitel, der in diesem Fenster hier angezeigt wird, hinein. Nun, die Struktur innerhalb des Fensters bleibt mir eigentlich weitgehend frei. Es ist nicht so sehr vorgeschrieben, was ich hier jetzt in welche Reihenfolge reintue. Ich hätte nun also zum Beispiel auch ein P-Objekt davor machen können.
So, ABC ist immer ein gutes Beispiel. Ach, nun muss ich das natürlich wieder speichern unter Kopie. Das ist natürlich jetzt ein bisschen umständlich, aber ich ändere eh gleich das Format. Na, man muss nicht den Titel oben haben, man kann es natürlich auch so rum machen. Ja, wie versprochen werde ich nun erwähnen, erklären, was eigentlich das Head-Objekt und das Body-Objekt so an sich haben. In das Head-Objekt hinein kommen die Eigenschaften der Datei. Die Metadaten kann man auch sagen. Das sind im Grunde Daten, die man nicht selbst in der Seite sieht, sondern die eher dem Browser mitteilen, ja, wie sich die Datei verhalten soll und wie die Datei, zum Beispiel der Seitentitel der Datei, das Symbol. Na, man kann ja ein Lesezeichen eine Seite anlegen und das hat in der Regel ein Symbol. Oder die Codierung, wenn man dann doch eine andere Codierung als ANSI wählen will. Oder beispielsweise die Style Sheet, also das Design, den CSS, aber da komme ich vielleicht noch später zu. Vermutlich aber nicht in diesem Video. Und in das Body-Objekt hinein kommt der Inhalt der Seite, also das, was man später sehen wird. Und wie man hier sehen kann, befinden sich im Body zwei Objekte. Und das ist einmal das P-Objekt hier oben und einmal das H1-Objekt hier unten. Und in beiden befindet sich Text. Nun haben die verschiedene Bedeutungen. P-Objekte steht für das englische Paragraph, was im gut Deutschen so in etwa Absatz heißt. Das heißt also, dass in ein P-Objekt ein ganz gewöhnlicher Absatz hineinkommt. Hingegen das H1-Objekt, das eine Überschrift ist, das steht für Heading. H-Heading, also Überschrift. Überschrift 1. Auf andere Zahlen gehe ich jetzt nicht ein, da kann jeder selbst ausprobieren, was passiert, wenn man da H2 reinschreibt. Man will ja auch noch einen gewissen Anreiz hinterlassen, selbst was auszuprobieren. Ich schreibe einen leicht besseren Titel hier rein, nämlich Hallo Welt. Das ist immer ein sehr üblicher, zumindest Text, den man anzeigen kann in einem Programm. Und Testseite werde ich natürlich auch ersetzen durch Testprogramm. Damit es einfach ein bisschen stimmiger ist, wenn ich das nämlich nun nicht im Chrome öffne, sondern die HTA-Datei, ich lösche mal sogar die andere Datei, um ein bisschen Speicherplatz frei zu machen. Ich trolle sehr gerne, ja. Ich werde nun diese HTA-Datei doppelklicken und man wird sehen, was passiert. Nun, was ist das denn? Das ist ja gar kein Browser. Das ist sehr seltsam, mag der eine oder andere nur denken. Aber nun, das ist genau das, was ich jetzt gerade zeigen wollte, warum ich hier Windows jetzt weiter benutze. Es hat einen gewissen Anreiz, seine HTML-Datei als Programm zu verkaufen. Ich weiß natürlich, dass das in gewisser Weise ein Etikettenschwindel ist, da es natürlich in Wahrheit nur der Internet Explorer 5 ist, der getarnt als Programm die Seite anzeigt. Aber das interessiert den Benutzer am Ende gar nicht. Und das ist das Grundprinzip, auf das wir noch viele weitere Konzepte aufbauen werden. Nämlich, dass wir die Technik für uns selbst nutzen können, wie wir sie am schönsten finden. Und das Wichtigste am Ende aber ist, dass der Benutzer das Programm benutzen kann. Wie das Programm funktioniert, wie es aufgebaut ist, das interessiert den gewöhnlichen Benutzer erstmal peripher. Nun kommen wir auch zu dem nächsten Eigenschaftenobjekt, das ich im HTA-Format üblicherweise habe. Das HTA-Format anbei ist eine Abwandlung des HTML-Formats und ist von Microsoft eingeführt worden. Nämlich gibt's beim HTA-Format das HTA Application Tag, das selbst auch wieder, wie man hier sehen kann, keinen Inhalt besitzt. Dieses kann verschiedene Eigenschaften aufweisen, die dann repräsentativ für das Programm sind. Nun gucke ich mir nämlich das Fenster an und es stört mich so einiges. Als erstes stört mich die Scrollleiste an der rechten Seite. Ich habe nicht vor, einen größeren Inhalt in der Seite anzuzeigen. Nun kann ich zwar die Fenstergröße verändern und dann ist das vielleicht schon hilfreich, wenn ich eine Leiste habe, aber es ist nicht mein Ziel, einen solchen Inhalt hier anzubieten.
Ich werde also eine Eigenschaft dem HTA Application Tag hinzufügen und das wird die ganz einfache Eigenschaft Scroll sein. Und diese Eigenschaft Scroll weise ich mit einem Gleichzeichen den Wert No hinzu, was übersetzt in Deutsch heißt, dass ich keine Scrollleiste sehen möchte. Nun gucke ich, ob das funktioniert. Ach ja, erstmal als Hintergrund, weil man das natürlich nicht sehen konnte. Man muss jedes Mal, wenn man die Datei verändert hat und das Ergebnis sehen möchte, die Datei speichern. Das geht natürlich über den traditionellen Weg, über Datei und Speichern unter. Aber natürlich sind wir hier noch halb professionell und daher verwende ich nach dem Speichern die Tastenkombination Ctrl-S bzw. Steuerung-S oder ich schreibe es mal hier hin und das ist die Taste Steuerung in Kombination mit der Taste S zum Speichern. Und gespeichert. Im Browser bzw. im HTA-Browser ist es ja nun im Grunde auch ein Browser. Muss ich, um die Datei neu zu laden, auf die Taste F5 drücken. Und voilà, die Scrollleiste ist verschwunden. Die nächste Sache, die mich an meinem Fenster nervt, ist der innere Rahmen. Nun sind das tatsächlich nur 2 Pixel in der Breite und 2 Pixel in der Höhe insgesamt, aber trotzdem stört mich das. Man sieht nämlich, dass beim Fensterrahmen nach innen eine ganz kleine, leichte schwarze Linie links und oben zu sehen ist, währenddessen an der unteren Fensterseite nach innen hin ein weißer Streifen zu sehen ist. Um diesen kleinen Streifen verschwinden zu lassen, besteht die Eigenschaft Inner Border, also innerer Rahmen, die ich ebenfalls auf den Wert No setze. Und voilà, das sieht doch gleich etwas glatter, etwas kompakter aus. Als nächsten Schritt möchte ich etwas machen, was man bei gewöhnlichen Programmen ja nicht hat. Nun ist das, wie man sieht, ein ganz normales Fenster, wie jedes andere Windows-Fenster. Man kann jetzt hier Inhalt reinmachen, Knöpfe, eine Benutzeroberfläche, die ganz gewöhnlichen Windows-Programmen in jeder Art und Hinsicht gleicht. Aber zum Jubiläum meines 50. Abonnentens werde ich natürlich etwas leicht anderes machen und das ist nämlich eine kleine Animation. Dafür brauche ich die weitere Eigenschaft Border gleich None. Übersetzt Rahmen gar keinen. Wir haben nämlich immer noch einen Fensterrahmen um das Fenster herum. Das grüne hier in meinem Fall. Und wenn ich das nun neu lade, die Datei, ich minimiere das mal, um das besser sehen zu können, verschwindet der Rahmen um das Fenster herum. Und ich habe nur noch den Seiteninhalt auf meinem blanken Desktop. Als nächstes möchte ich die Fenstergröße verändern. Wie mache ich das denn nun? Nun, ganz einfach, das macht man über JavaScript. Und dafür füge ich im Head-Objekt ein weiteres Objekt hinzu, und das ist ein Script-Objekt. Nun verhält sich das Script-Objekt etwas anders als die anderen HTML-Objekte, wie zum Beispiel das H1-Objekt. In das Script-Objekt kommen nämlich keine weiteren HTML-Tags rein, sondern innerhalb des Script-Objekts, also von hier bis hier, gilt kein XML, sondern JavaScript, also eine andere Struktursprache. Zum Ende der Fenstergröße verwenden wir den JavaScript-Befehl. Nun, ich erkläre noch später genauer, was ein Befehl ist, aber erstmal kann man das hier nachmachen. Ich verwende als erstes den Befehl resize to. Das heißt übersetzt, die Größe ändern zu. Dahinter Klammer auf, Klammer zu und ein Semikolon am Ende. Und in diese beiden Klammern dazwischen kann ich nun 2 Parameter schreiben, die für die Funktion ResizeTo vordefiniert sind. Der erste Parameter ist die Breite des Fensters, wir werden der Einfachheit halber 100 nehmen. Und der zweite Parameter ist die Höhe, ich nehme als Spaß die 200. Speichern. Wieder in das andere Fenster reingehen und neu laden und schauen, was passiert.
Na, was passiert denn noch? Es hat funktioniert. Dieses Fenster ist nun 100 cm, na Quatsch, 100 Pixel breit und 200 Pixel hoch. Ich gehe mal einen Schritt weiter und mache das beides auf 100, sodass das Fenster 100 mal 100 Pixel groß ist. Und fertig haben wir ein schönes kleines Hallo Welt auf meinem Desktop. Und es ist kein Fenster, das ich verschieben kann. No, es ist ein Fenster, aber es ist halt kein Fenster, das ich verschieben kann. Der unerfahrene Benutzer wird also nun denken, dass das hier Teil des Hintergrunds ist, vielleicht, womöglich. Ich weiß nicht, was der einfache Mensch denken würde. Das ist nun nicht gerade eine Stärke von mir, einfacher Menschen zu verstehen, gell? Dieses Hallo-Welt-Fenster werden wir nun auch bewegen. Nicht mit der Maus manuell, sondern auch per Script. Der Sinn und Zweck eines Scripts, wie vielleicht der ein oder andere nun erraten haben will, ist nämlich Funktionalitäten hinzufügen. Ihr seht, der Rest ist einigermaßen statisch. Dieses HTML-Objekt verändert sich an sich nicht. Ich schreibe den Titel Hallo Welt und Hallo Welt wird hier immer stehen bleiben. Da kannst du warten, bis du schwarz wirst, da wird niemals was anderes stehen, so wie ich das jetzt hier geschrieben habe. Hingegen gibt es das Script-Objekt, in das Dinge reingeschrieben werden können, die passieren sollen. Um das zu verdeutlichen, schreibe ich mal eine Abfolge von zwei Befehlen hin, nämlich schreibe ich mal erstmal resize to 200, 200. Und jetzt mal schauen, ich gehe mal davon aus, dass es so schnell sein wird, dass man das nicht sehen wird. Also zum Ablauf, das Fenster wird zuerst auf 200 mal 200 vergrößert werden und dann auf die Größe von 100 mal 100 zurück verkleinert werden. Nun schauen wir mal an, was passiert, wenn ich die Datei nur lade mit der Datei, mit der Taste F5. Na, kann man was sehen? Ja, man sieht ein leichtes Flackern, wenn ich das gedrückt halte. Also da sieht man, die Computer sind einfach so schnell, dass man das nicht sehen kann, weil das so schnell ist. Also es wird erstmal das hier ausgeführt und dann wird das hier ausgeführt. Na, das mit der Programmfolge kann ich auch anders verdeutlichen, nämlich mit einer anderen Funktion, das ist die Funktion Alert. Auf Deutsch eine Nachrichtenbox. Wörtlich übersetzt ausrufen. Hier geben wir als Parameter keine Zahl, wie hier unten, also in diesem Fall zwei Zahlen, sondern wir übergeben einen Text. Und ein Text befindet sich immer in zwei solchen Anführungszeichen. Man kann auch diese beiden nehmen. Wichtig ist nur, dass man die gleichen benutzt. Das hier ist also zum Beispiel nicht erlaubt. Ich benutze normalerweise die hier in JavaScript und die anderen, die doppelten im HTML, wenn ich da welche brauche. Der Alert-Funktion übergeben wir einen Text. Und dieser Text soll lauten, Hallo YouTube. Ausrufezeichen. Und jetzt werde ich mal schauen, was passiert. Vermutlich wird sich die Fenstergröße nicht verändern, weil es ja 100 ist und weiter 100 bleiben wird. Ja, hier haben wir unser Hallo YouTube. Richtig spannend wird es aber jetzt erstmal, wenn ich das wieder die andere Größe dazu mache. Ich nehme dafür 200 und 200, wie eben auch, und lade die Datei neu. Und voilà, wir sehen, das Fenster ist 200 mit 200. Es wurde der erste Punkt abgearbeitet. Der Browser hat als allererstes die Fenstergröße geändert auf 200 x 200 Pixel. Als das erledigt wurde, hat er diese Funktion hier aufgerufen, die Alert-Funktion, die eine Meldung ausgibt, die man hier angeben kann. Und diese Meldung, die bleibt so lange stehen und es passiert so lange nichts anderes, man sieht nicht mal der Seiteninhalt Hallo Welt wird angezeigt. Er bleibt so lange bestehen, bis ich auf OK oder auf das X drücke, also bis ich die Meldung wegmache. Und wenn ich auf OK drücke,
ist damit die Alert-Funktion abgeschlossen und der nächste Befehl wird ausgeführt, was in diesem Fall die Vergrößerung, die Verkleinerung auf 100x100 Pixel sein wird. Also aufpassen, ich drücke auf den Knopf drauf und die Fenstergröße wird sich auf 100x100 zurück verkleinern. Voila. Das war nur ein ganz kleiner Ausflug in die grobe Erklärung von einer Anwendungskette, einer Anweisungskette. Nun ja, die Anweisungen werden halt nacheinander, also verkettet ausgeführt und nicht alle gleichzeitig. Nun aber wieder zu meinem Versprechen von eben, das Fenster auch zu verschieben, und dafür benutzen wir natürlich den Befehl Move To. Ich möchte das Fenster verschieben zu, na, nehmen wir mal eine andere Zahl, nehme ich mal 300 mal 300. Diese Zahl bezieht sich auf oben links, also wird das Fenster, wenn ich das gleich neu lade, 300 Pixel oben, von oben und von links erscheinen. Und da ist es. Nun möchte ich das Fenster ganz oben rechts haben. Nun, als kleine Überlegungsaufgabe, oh Moment mal, der Papierkorb ist nicht geleert, das kann ich nicht so stehen lassen. Als erste kleine Frage an die Zuschauerschaft, also was euch jeder jetzt selbst fragen kann, wie mache ich denn das, dass das Fenster oben rechts ist? Nun, natürlich kann ich mir einfach irgendwelche Werte ausdenken, die einigermaßen nah dran sind. Zum Beispiel erstmal bei der Y-Position, also von oben 0 und von links 1000. Das müsste schon ganz nah in der Nähe sein. Ist aber halt noch nicht ganz rechts. Und nun gibt's auch das Problem, dass sehr verschiedene Rechner verschiedene Fenstergrößen haben. Ich meine verschiedene Bildschirmgrößen. Wir wollen also unser Programm dynamisch an die Fenster, an die Bildschirmgröße anpassen. Und dafür werden wir eine Variable verwenden. Zuerst erstelle ich eine Variable mit der Anweisung var. Dahinter schreibe ich Bildschirm. Oder nein, ich schreibe das mal anders. Ich schreibe mal Breite. Breite setze ich auf 1000. Das ist im Grunde erst, ich mache erstmal das gleiche, wie ich jetzt schon hier erreicht habe, nur etwas anders. Ihr könnt nun hier sehen, dass ich den Wert, den numerischen Wert, also die Zahl 1000, gespeichert habe in dem Objekt, in der Variable Breite. Und der Wert ist da drin gespeichert. Es ist ein Speicherplatz, der jetzt den Wert 1000 hält an dieser Stelle. Und bei dem Befehl Move To steht hier jetzt nicht mehr eine Zahl, die ich übergebe, sondern der Name des Speicherplatzes. Das heißt, wird diese Stelle hier ausgeführt, wird zuallererst nachgesehen, was für ein Wert in Breite gespeichert ist. An dieser Stelle hier oben ist Breite auf 1000 gesetzt, an dieser Stelle auch noch, an diese auch noch. Also es wird behalten, solange bis ich es ändere oder die Datei geschlossen wird. Wenn alle Werte in der Klammer ermittelt worden sind, wird dann der Befehl MoveTo ausgeführt. Dem werden dann nur noch die jeweiligen Zahlen übergeben. MoveTo selbst hat also gar keine Ahnung davon, ob ich jetzt Breite oder 1000 eingegeben habe. Es ist nur für mich selbst zur Vereinfachung. Schauen wir uns an, was passiert. Es wird, wie natürlich die meisten schlauen Zuschauer erraten haben, es wird natürlich gar nichts passieren. Ich drücke auf F5 und es passiert rein gar nichts. Natürlich. Ich kann ja mal hier oben spaßigshalber 1100 eingeben und die Datei nur laden. Und schwupps, ist sie 100 Pixel weiter rechts. Nun wollen wir aber ja das an der ganz rechten Kante des Bildschirms haben. Und dafür greifen wir auf eine vordefinierte Variable zu. Wir können nämlich nicht nur Variablen selbst erstellen. Es gibt auch Variablen, die bereits vorher da sind und die wir weiterverwenden können. Ein Beispiel dafür ist die Screen-Variable. Die Screen-Variable ist ein JavaScript-Objekt, das zwei Eigenschaften hat. Und das eine ist Width, also die Breite, und das andere ist Height, also die Höhe des Screens, also des Bildschirms.
Wir benutzen Wiz, um die Breite abzufragen. Was passiert an dieser Stelle also? Zuallererst weiß der Browser, dass wir eine Variable erstellen mit dem Namen Breite. Dann wissen wir, dass wir diesem Wert Breite, dass wir dieser Variablen Breite einen Wert zuweisen wollen. Hierhinter steht der Wert, also das, was wir da reinspeichern wollen. Wir verweisen auf screen.wiz. Der Browser wird also an der Stelle gucken, ob er ein Objekt namens Screen findet, und wenn er das gefunden hat, wird er versuchen, dort die Eigenschaft Wiz herauszuholen. Hat er das geschafft, wird er der Variablen Breite diesen Wert, den er dann hat, zuweisen. Was wird nun passieren? Ihr habt jetzt noch eine Sekunde, sich das zu überlegen. Und? Das Fenster ist weg. Na, wo ist es denn? Natürlich wisst ihr alle schon, wo es ist. Es ist natürlich außerhalb des Bildschirms. Denn die linke Kante des Fensters ist nun genau auf der rechten Kante des Bildschirms. Wir müssen folglich von der Breite des Bildschirms 100 Pixel abziehen. Und da ist es. Und nun ist es völlig unabhängig von der Bildschirmauflösung. Unser kleines Fenster wird immer ganz oben und immer ganz rechts auf dem Bildschirm erscheinen. Natürlich vorausgenommen, man ändert die Größe nicht, während das Programm schon geöffnet ist, denn das Fenster bleibt nun da stehen, wo es ist. Wenn wir jetzt die Bildschirmauflösung größer einstellen würden, würde es halt nicht mehr am rechten Rand, sondern etwas weiter links zu sehen sein. Um das Ganze noch etwas abzurunden, wollen wir nun das Fenster erwähnt bewegen. Dafür verwenden wir einen weiteren Befehl, und das ist der Befehl setInterval. Der Befehl setInterval erwartet zwei Parameter. Der erste Parameter ist eine Funktion. Was das ist, werde ich euch gleich erklären, keine Sorge. Der zweite Parameter, also Parameter trennt man immer durch Komma, wie auch hier oben schon. Der zweite Parameter ist der Zeitabstand. Nun, was macht diese Funktion setInterval? setInterval ruft eine Funktion, die wir übergeben, auf. Und zwar alle so und so viele Sekunden, also alle 10 Millisekunden in unserem Beispiel. Was ist eine Funktion? Eine Funktion ist ein Bereich, in dem wir Anweisungen schreiben können, die dann ausgeführt werden können. Wir können also diesem Z-Intervall Anweisungen übergeben, die es dann ausführen wird. Und als Funktion nehmen wir hier das ganz einfache Beispiel MoveBy. MoveBy im Gegensatz zu MoveTo bewegt das Fenster nicht zu einer gewissen Position, sondern verschiebt es um gewissen Abstand. Wir werden den Abstand minus 10 und minus bzw. plus 10, weil es ja nach unten gehen soll. Es geht ja immer nach rechts und nach unten. Und wir wollen eben, dass das Fenster sich nach links bewegt. Darum geht es minus 10 nach rechts, also 10 nach links und 10 nach unten. Was wird passieren, fragt sich der aufmerksame Zuschauer. Werden wir es sehen? Das Fenster fliegt weg. Und jedes Mal, wenn wir auf F5 drücken, kommt es wieder. Nun ist das Fenster, wie jeder unschwer erkennen kann, viel zu schnell. Darum werden wir die Geschwindigkeit etwas drosseln auf nur 1 Pixel pro Schritt. Das könnt ihr einfach ignorieren. Das ist einfach nur ein kleiner Fehler auf der MS-HTR-Plattform, also der Plattform, die diese HTR-Dateien öffnet. Lade ich die Datei neu und wir können erkennen, das Fenster bewegt sich nun deutlich langsamer. Nun wäre es doch ganz schön, wenn das Fenster am Bildschirmrand nicht einfach verschwinden, sondern abprallen würde, nicht wahr? Und auch das
Na, ich brech das mal ab. Und auch das lässt sich erzielen. Und dafür brauchen wir etwas mehr JavaScript. Und ich denke, ich werde das jetzt auch mal machen, auch wenn das etwas kompliziert ist. Wenn ihr darauf keine Lust habt, könnt ihr natürlich jederzeit ausmachen. Ich weiß, dass es nicht gerade der Konvention entspricht, Umlaute zu benutzen, aber für diese Demonstration mache ich das. Ihr solltet natürlich, wenn ihr später ein Programm benutzt, erstens natürlich nicht die deutschen Bezeichnungen, sondern die englischen Bezeichnungen für Variablen benutzen. Und zweitens keine Umlaute, sondern hätte man hier stattdessen OE genommen. Aber Umlaute funktionieren in der Regel trotzdem. Es ist nur halt nicht sehr nett, wenn man die Datei jemandem gibt, der halt kein Deutsch kann und mit diesem Zeichen nichts anfangen kann. Wir wollen ja auch nicht, dass uns ein Chinese eine Datei gibt, bei dem die Variablen mit chinesischen Schriftzeichen benannt sind, gell? Wir werden also neben der Bildschirmbreite, also beziehungsweise den Abstand nach rechts, oder wisst ihr was, ich nenne das anders. Ich nenne das Kante rechts und Kante unten. Und analog zu der Zeile davor werde ich das hier auch aus dem Screen-Objekt herausholen, und zwar die Höhe. Nun fällt mir gerade eine Kleinigkeit auf, die ich noch eigentlich so lassen könnte, aber ich mache das mal etwas dynamischer. Ich erstelle eine weitere Variable, und diese Variable nenne ich Breite. Es ist zwar auch die Höhe, aber das ist nur nicht sehr wichtig. Breite 100. Breite und Breite. Und ihr werdet natürlich schon erkennen, was das hier bringen soll. Es ist einfach nur dafür, dass ich später die Größe mit einem Klick verändern kann. Wenn ich mich nämlich später entscheide, dass ich das doch nicht 100, sondern 105 oder von mir aus 200 Pixel groß haben will, dann muss ich einfach nur das hier ändern und alles andere bleibt bestehen. Das ist der größte Vorteil von Variablen. Man muss Sachen nur einmal schreiben und kann sie mehrfach wiederverwenden. Nun muss ich mal überlegen, bis hierhin war es relativ einfach gewesen. Jetzt muss ich mir mal überlegen, wie ich das am schlauesten mache. Also als erstes möchte ich, dass unser Fenster links oben anfängt. Beziehungsweise ich werde auch das variabel machen. Ich werde sagen, Position links soll 0 sein und die Position rechts soll auch 0 sein. Nun lassen wir unser Programm da starten, wo die Position ist. Also links und Position rechts. So. Es wird erstmal nicht weiter viel passieren, außer dass wir nun mal das Fenster nach links verschieben, statt nach oben rechts. Nun werde ich eine Funktion definieren. Diese Funktion nenne ich, na, wie nenne ich das mal? Ich nenne es Bewegen. Bewegen ist ein einfach verständlicher Name. Bewegen soll keine Zahl sein oder ein Text, es soll eine Funktion sein. So, ich wähle mir diese beiden Teile hier aus und rücke sie ein, indem ich auf Tabulator drücke. Damit man auch wirklich sehen kann, dass sich diese beiden Sachen in dem Funktionbereich befinden. Ich werde jedoch das Resize-Tool nicht in diese Funktion tun. Das soll ganz einfach am Anfang ausgeführt werden. Ich habe nämlich nicht vor, dass sich die Größe verändert. Die Größe soll konstant so bleiben, wie es einmal beschrieben wurde. Nun, was passiert, wenn wir die Datei jetzt ausführen? Es passiert gar nichts. Die Datei bleibt da weg, wo sie eben gewesen ist. Warum passiert nichts? Nun, es ist ganz einfach. Die Funktion bewegen wird nirgendwo aufgerufen.
Seht ihr, wir haben gesagt, die Funktion bewegen soll das hier tun. Wir haben aber nirgendwo gesagt, dass die Funktion bewegen auch ausgeführt werden soll. Und das machen wir hier, indem wir bewegen, Klammer auf, Klammer zuschreiben. Funktionen lassen sich immer mit Klammer auf, den Parametern und Klammern zu aufrufen. Und wir haben nun mal keine Parameter für unsere Funktion definiert. Wir hätten hier nun auch irgendein Parameter sagen können und hätten dann hier ABC verwenden können, aber das machen wir hier nicht. Wenn ich die Datei nun aufrufe, wird natürlich das Fenster ganz oben links sein, was natürlich funktioniert. Schließlich funktioniert alles, was ich sage. So weit, so gut. Nun wollen wir ja, dass das Fenster sich auch weiter bewegt, also nicht nur einmal bewegt, sondern immer wieder von neuem bewegt. Und dafür schreibe ich in dieser Funktion einen weiteren Befehl rein, nämlich diesmal nicht setInterval. SetInterval wiederholt eine Sache einfach nur. Wir wollen setTimeout verwenden. Und die Funktion setTimeout macht nichts anderes als der Parameter 1 dieser Funktion bewegen nach einer gewissen Verzögerung aufzurufen. Und ich nehme hier wieder 10 Millisekunden. Unser Programmablauf ist also wie folgt. Zuerst definieren wir all diese Sachen, ändern die Größe des Fensters, definieren diese Funktion, rufen die Funktion auf, diese verschiebt dann das Fenster auf den Wert, der in diesen beiden Variablen hier gespeichert ist. Und danach sagen wir dem Browser, dass er nach 10 Millisekunden, also einer Hundertstel Sekunde, diese Funktion bewegen, also dieselbe, erneut aufrufen soll. Führen wir dieses Programm aus, wird erwartungsgemäß nichts passieren, außer wieder diese tolle Fehlermeldung natürlich. Warum passiert nichts? Nun, das ist ganz einfach. Wir verändern diesen Wert hier auch nicht. Position links und Position rechts bleiben weiterhin 0. Das heißt, er verschiebt genau genommen das Fenster, aber verschiebt es eben alle 10 Millisekunden wieder an die gleiche Stelle. Wir werden also jetzt Folgendes machen. Wir werden jedes Mal, wenn diese Funktion aufgerufen wird, die Position von links ändern. Und zwar werden wir sagen, die Position links soll sein die Position links plus 1. Na, das ist sehr einfach zu verstehen, glaube ich. Wieder die Reihenfolge ist wichtig. Das hinterm Gleich wird immer zuerst ausgerechnet. Als erstes holt sich der Browser den Wert, der in Position links drin steht. Das ist ja am Anfang die 0. Dann addiert er das Ganze mit der 1. 0 plus 1 sind 1. Diese 1 hat er an dieser Stelle also errechnet. Diese 1 wird dann hier reingeschrieben. Das heißt, vor dieser Zeile ist Position links 0. Nach dieser Zeile ist Position links 1. Und beim nächsten Mal, wenn diese Bewegen-Funktion aufgerufen wird, ist es entsprechend ein höher, also 2, 3 und so weiter. Und natürlich funktioniert das auch wieder. Und das Fenster wandert langsam, aber sicher nach rechts. Nun können wir natürlich das Gleiche auch mit der... Ach, ich weiß nur, was das für eine Fehler... Das ist, wenn das Fenster sich bewegt und wir wegklicken. Dann muss ich das halt hinnehmen. Bevor mich irgendjemand dafür kritisiert, selbstverständlich gibt es eine einfache Schreibweise dafür. Und das ist Position links plus plus. Diese Schreibweise macht nichts anderes, als den davorstehenden Wert um 1 zu erhöhen. Zum Beleg, dass das auch funktioniert. Hier das Ergebnis. Nun werden wir auch die Position rechts um 1 erhöhen. Und was wird passieren? Natürlich, es wird sich nach unten und rechts bewegen. Sehr schön.
Nun haben wir natürlich immer noch das Problem, dass das Fenster einfach nach unten den Bildschirm verlassen wird und ewig weitergehen wird. Und man wird es nie wieder sehen. Das wollen wir nun nicht. Und dafür werde ich eine kleine Kondition einbauen. Ich mache das erstmal sehr billig und sage, if, was das genau heißt, erkläre ich gleich. If Position links größer als Kante rechts, Position links gleich 0. Und das gleiche machen wir nun auch für Position. Ach Mensch, ich bin noch ein Blindfisch, warum sagt denn keiner was? Das muss natürlich die Position oben sein. Mensch, das ist ja unangenehm, warum hat das denn gar keiner gesehen? Hat ja auch gar keiner was gesagt von euch Leuten da. Ihr seid ja super aufmerksam, gell? So, das soll natürlich links und oben sein und nicht links und rechts. Das ist ja völliger Schwachsinn. Was schreibe ich denn nur für einen Blödsinn hin? So. Und wenn Position oben größer als Kante unten ist, wird Position oben auch auf 0 gesetzt. Nun, was wird passieren? Ihr könnt euch natürlich jetzt die Gedanken machen, gerne pausieren und einen Moment überlegen. Ich empfehle euch das deswegen, denn wenn ihr immer nur seht, was passiert, dann lernt ihr weniger, als wenn ihr auch ab und zu erstmal den Kopf etwas zerbrecht, vielleicht eine Minute euch zurücklehnt und nachdenkt und dann das Ergebnis seht. Glaubt es mir, ihr werdet viel mehr dadurch lernen. So, nun lade ich die Datei neu und wir werden mal sehen, was passiert. Ach Mensch, da habe ich weggeklickt. Gut, klicke ich nun nicht weg. Was wird passieren, wenn dieses Fenster am unteren Bildschirm ankommt? Nun habt ihr die letzten Momente und jetzt, was passiert? Es taucht oben wieder auf. Wie habe ich das denn hinbekommen? Ist das etwa Zauberei? Nein, es ist keine Zauberei. Es ist ganz einfache Programmierung. Jetzt klicke ich das mal wieder weg. Ich habe ihm nämlich gesagt, bei jedem Schritt soll er ein nach rechts. Ich weiß, das ist etwas unintuitiv, dass hier steht links. Aber er soll einen nach rechts. Na, der Abstand nach links soll um einen erhöht werden. Und der Abstand von oben, also ein nach unten, soll es gehen. Das ist der erste Schritt. Als nächstes wird geguckt, ob, und das ist nämlich das if. Das if ist eine Wenn-Dann-Abfrage. Wenn die Bedingung, die in den Klammern steht, erfüllt ist, wird das, was dahinter steht, ausgeführt. Das lasst mal auf euch sacken. Ihr könnt Bedingungen stellen. Ihr könnt dem Rechner Bedingungen stellen und dann sagen, was getan werden soll, wenn diese Bedingungen erfüllt sind. Die Bedingung lautet in dem Fall, wenn der Abstand nach links größer ist als der maximale Abstand, also bis das dann den rechten Rand erreicht des Bildschirms, also wenn das weiter ist als am rechten Rand, dann wird der Abstand nach links wieder auf 0 zurückgesetzt. Also das heißt, es geht wieder nach ganz links. Diese beiden Zeilen sind völlig unabhängig voneinander. Ihr habt eben gesehen, als das Fenster an der unteren Kante angekommen ist, ist das Fenster nach oben gesprungen. Aber der Abstand nach... Als das Fenster ganz unten war, an der unteren Bildschirmrand, ist das Fenster nach oben gesprungen. Aber der Abstand nach links hat sich nicht verändert. Das sind also zwei völlig unabhängige Sachen voneinander. Man kann übrigens, das kann ich euch jetzt auch schon mal zeigen, mehrere Sachen schreiben, indem man geschweifte Klammern, ähnlich wie bei den Funktionenanweisungen, um die Anweisung herum macht. So nach der Schreibweise, das sieht dann ein bisschen ordentlicher aus.
Nun habe ich natürlich eben daran gedacht, dass unser Fensterchen nicht einfach nur nach unten rechts geht und wenn es unten ankommt, plötzlich wieder oben rauskommt. Das ist nicht die Überlegung, die ich vorher hatte. Wobei mir einfällt, ich kann das Ganze noch leicht transparenter machen. Oder kann ich das? Nein, doch nicht. Ich habe das überlegt, dass das halb unten und halb oben, aber das geht nicht. Das ist ja nur ein Fenster. Wir können das ja nicht in zwei teilen. Meine Idee war, dass nämlich am unteren Bildschirmrand das Fenster nicht einfach wieder oben auftaucht, sondern dass das Fenster so ähnlich wie ein Pongball, also ein Ball aus einem kleinen Ballspiel am Computer, dass der Ball abprallt und einfach weiter nach oben geht danach. Wie man das macht, werde ich euch jetzt zeigen. Dazu werde ich nämlich zwei weitere Variablen einführen. Und das eine ist die Geschwindigkeit nach unten. Das soll 1 sein. Das andere ist die Geschwindigkeit nach rechts. Und das soll auch 1 sein. Statt jetzt ganz einfach die Position von, also den Abstand nach links um 1 zu erhöhen, erhöhen wir den Abstand um Geschwindigkeit unten. Ich schreibe das mal aus, damit auch der Dümmste unter euch das noch verstehen kann. So, das ist im Grunde, was hier passiert. Wir nehmen die Position von nach links und addieren diese mit dem Wert, den wir in dieser Variablen gespeichert haben. Nun kann man das kürzer schreiben, um nicht das zweimal schreiben zu müssen. Kann man auch das so schreiben. Genauso gehen wir natürlich vor. Na, hier muss ich natürlich rechts nehmen. Mensch, ich komme hier durcheinander. Das ist ja unangenehm, nicht wahr? So. Nun habe ich es richtig. Was wird passieren? Natürlich wird gar nichts passieren. Es wird sich genauso verhalten wie vorher auch. Warum? Ihr erkennt die Zusammenhänge. So wie das Fenster sich eben nicht bewegt hat, weil wir Position nicht verändert haben, so verändert sich nun die Richtung nicht, da wir die Geschwindigkeit nicht ändern. Das werden wir nun ändern. Ich werde jetzt sagen, wenn die Position links so weit ist, dass das Fenster die rechte Bildschirmkante erreicht, soll die Geschwindigkeit nach rechts umgekehrt werden. Na, ich denke, dass ihr das versteht. Wenn die Geschwindigkeit vorher zum Beispiel 1 war, wird die Geschwindigkeit hiernach minus 1 sein. Und das heißt, wenn ihr das dazu rechnet, na, wenn ihr zu einer beliebigen Position minus 1 dazu addiert, heißt das einfach nur, dass ihr von der Position einen abzieht. Na, ich erkläre das mal kurz. Das heißt also, wenn ich jetzt a oder x, x plus 1 ist, ja, x plus 1, aber was ist denn, wenn ich x plus minus 1 nehme? Das ist ganz einfach nur x minus 1. Das hier ist eine sehr naive Schreibweise. Ich würde eine etwas mathematischere Schreibweise nehmen und das ist nämlich ähnlich, wie ich das hier geschrieben habe, schreibe ich mal. Ich multipliziere das, dafür ist dieses Sternchen. Ich multipliziere das mit dem Wert minus 1. Ich nehme die Geschwindigkeit nach rechts mal minus 1. Also ich nehme die Geschwindigkeit und ziehe sie ab. Ja. Das ist dann also minus die Geschwindigkeit von rechts. Das gleiche werde ich mit der Geschwindigkeit nach unten machen. Und fertig. Und was wird passieren? Ich bin mal gespannt, ob ich das gut hingekriegt habe. Ich denke schon, dass ich das habe. Na, nicht wegklicken, Mensch. Ich habe gerade so einen Lauf, dass ich davon ausgehe, dass das richtig funktioniert. Wenn alles richtig funktioniert, müsste das Fenster nun am unteren Rand abprallen und wieder nach oben gehen. Und voilà, genau das passiert. Und was wird nun am rechten Bildschirmrand passieren?
Es wird nach links abprallen. Was passiert aber oben? Gar nichts. Das Fenster verlässt unseren Bildschirm. Warum tut es das? Ganz einfach. Wir fragen ja gar nicht danach, ob das Fenster den Bildschirm oben oder links verlässt. Wir fragen ja nur danach, ob das weit genug rechts ist. Wir müssen also jetzt eine zusätzliche Abfrage machen, ob das Fenster unter 0 ist, ob die Position links unter 0 ist oder die Position oben unter 0 ist, also über den Rand. Die naive Herangehensweise wäre, den ganzen Block zu kopieren, also nochmal zwei extra Abfragen zu machen und hier zu sagen, wenn der Abstand links gleich 0 ist, beziehungsweise lass uns das mal einfacher schreiben, lass uns das mal noch naiver schreiben. Wenn der Abstand nach links unter 0 ist, also das links über die Kante ist, oder oben unter der Kante ist, wird ebenfalls die jeweilige Geschwindigkeit umgekehrt. Wartet kurz, ich werde die Geschwindigkeit etwas erhöhen, damit wir nicht jedes Mal so lange warten müssen. Ich verringere den Abstand, den zeitlichen, nun auf 1. Das hat hier sehr viel gebracht. Na, gehe ich da anders ran, nämlich indem ich die Geschwindigkeit von 1 auf 10 erhöhe. Das heißt einfach nur, dass wir bei jedem Schritt 10 hinzufügen, statt nur 1. Und simsalabim, es funktioniert. Wäre ich kein Perfektionist, würde ich mich damit jetzt schon zufrieden geben, aber selbstverständlich bin ich ein Perfektionist. Und darum werde ich das hier auch etwas vereinheitlichen. Denn das war natürlich ein ganz riesiger Schmarrn. Wir können nämlich bei Wenn-Abfragen auch zwei alternative Bedingungen stellen. Und die jeweiligen Bedingungen werden voneinander getrennt mit zwei solchen Strichen. Das sind keine großen I's, sondern das ist das gleiche Zeichen, das sich auch auf dieser weniger als und mehr als Taste befindet. Aber lass mich kurz die Reihenfolge ändern. Also ich schreibe erstmal, ob das unter 0 ist. Und dann mache ich hier natürlich genau das gleiche. So. Was macht dieser Code? Dieses Zeichen ist ein Oder-Zeichen. Wir fragen ab, wenn die Position nach links weniger als 0 ist oder die Position nach links größer ist als die Stelle zur rechten Kante minus der Breite des Fensters, damit es eben im sichtbaren Bereich abprallt, wird die Geschwindigkeit geändert. Denn seht ihr, wir sagen hier jetzt gar nicht, dass die Geschwindigkeit minus 1 sein soll oder minus 10. Nein, es ist ein relativer Wert. Wir multiplizieren diesen Wert, wir kehren das um. Das heißt, wenn die Geschwindigkeit vorher positiv war, also 10, wird daraus dann minus 10. Nehmen wir minus 10, aber wieder mal minus 1, wird daraus wieder plus 10. Denn minus mal minus ist plus. Und somit haben wir unser Abprallproblem auf ganz saubere mathematische Weise gelöst. Nun weiß ich, dass es doch die ein oder anderen Dinge gibt, die man jetzt machen könnte, um das Ganze noch etwas schöner zu machen. Aber ich denke ganz einfach für dieses kleine Beispiel, das überhaupt nicht notwendig sein wird. Ich werde ein paar mehrere Fenster öffnen. Die alle neu laden lassen. Ach Mensch, das geht natürlich nicht wegen diesem Fenster. Das ist tiefst deprimierend, wisst ihr. Ich wollte gerade ein ganz lustiges Ende zu meinem Fenster hinkriegen, aber das mag einfach nicht funktionieren. Das mag deswegen nicht funktionieren, weil eben dieser Fehler da ist. Naja, wie dem auch sei, ihr seht, ich habe ein kleines Beispielprogramm gemacht. Ihr könnt es einfach 1:1 abtippen oder, wenn ihr diese Datei fertig haben wollt, könnt ihr selbstverständlich auch
diese Datei fertig runterladen. Der Link dazu befindet sich in der Dateibeschreibung. Damit war es das soweit von mir zu meinem 50-Abonnenten-Special. Ich verabschiede mich von allen Zuschauern und werde jetzt mal schauen, wie ich das Video ins Internet bekomme. Das wird gar nicht so einfach sein. Also, ich grüße.